Kupplungssystem prüfen. Klingt jetzt ein bisschen banal, aber jetzt geht's los. Ganz viele fahren rum und haben diesen Hebel hier knallfest auf Spannung. Also da bewegt sich gar nichts mehr. Das heißt, die Kupplung zieht direkt an. Was passiert? Ich habe eine Kupplung, die permanent an einem Schleifpunkt ist. Die Kupplung wird jetzt warm dazu und erhitzt sich so stark, dass sie verschleißt. Also hier gibt es so eine Kontermutter. Oftmals ist sie so fest, dass man sie nur mit einer Zange bearbeiten kann. Manchmal ist sie auch ganz locker. Okay, wie wird es richtig gemacht? Ich zeige es euch hier. Und zwar lassen wir erstmal den Zug so weit nach, dass an diesem Hebel hier ein Spiel entsteht. So, und dann gibt es immer eine geöffnete Seite. Ich weiß nicht, ob man es hier erkennen kann, weil ja hier dieser Zug lang läuft. Diese geöffnete Seite sollte jetzt nicht in Wetterrichtung liegen, also die stellt man schön nach unten hin. Und jetzt hat man hier oben an diesem Hebel ein kleines Spiel. Und dieses Spiel ist wichtig. Also dieser Einsteller hier, manchmal ist er auch mit der Zange angezogen, manchmal ist er auch ganz locker oder ist hier gegen geschraubt oder hängt irgendwo in der Weltgeschichte rum. Also das ist definitiv zu fest. Ich lasse jetzt den Zug so ein bisschen nach wieder. So. Okay, dass hier ein Spiel entsteht. Ist das Spiel zu groß? Das können wir auch mal zeigen. Ist das Spiel zu groß? Kann ich schlecht den Gang reinkriegen? Also, ich gehe einfach hin. Ich gehe einfach hin und stelle das Spiel so ein, dass ich hier oben einfach ein paar Millimeter Luft habe, bis ich merke, dass der Zug anliegt. Das Ganze stellen wir jetzt hier noch nach unten, dass auch kein Wasser reinläuft. So sieht es dann aus, wenn das richtig eingestellt ist. Ne? Also schön darauf achten, dass ihr hier Luft habt. Ich könnte vielleicht sogar noch ein bisschen mit der Spannung zurückgehen. Klar, es ist ein Schönheitsfehler. Bei manchen Fahrzeugen scheppert das ein bisschen. Dann vielleicht ein bisschen Fett drauf geben auch. Das ist natürlich eine Sache. Alle Schrauben werden sowieso kontrolliert beim Service. Alle Schraubverbindungen, Lenker, Bremsstangen, Radachsen, ganz wichtig. Natürlich ist ein Servicepunkt, alle Schrauben nachziehen, sowie Bremsstangenschrauben, Radachsen, Radachse vorne, Radachse hinten, sicherheitsrelevante Schrauben, die alle geprüft werden beim Service. Das ist ganz, ganz wichtig. Und zum Abschluss von dieser Prüfung dieser ganzen Schrauben geht mal hin und sprüht natürlich die beweglichen Teile ein. So ein bisschen Schmier in jeder Ecke kann nicht schaden. Natürlich an den beweglichen Teilen. Schmier weglassen an Bremsscheiben, eh klar. Ich wollte es nur noch mal erwähnen. Also, ich habe schon alles gesehen. Selbst eine Bremse, die quietscht, die wird definitiv nicht geschmiert. Also, das lassen wir weg. Ja, gut, wir gehen weiter zur Batterie. Da gibt es eigentlich auch noch ein bisschen zu erzählen. Die Motorradbatterie. In der Regel sind die Motorradbatterien wartungsfrei. Das heißt, sie werden einmal befüllt mit einer speziellen Säure. Die Säure ist höher von ihrer Dichte. Diese wartungsfreie Batterie nimmt diese Säure auf wie ein Schwamm und nach circa 24 Stunden könnte man diese Batterie auch in einem gekippten Zustand einbauen. Die letzte Neuerung waren die Lithium-Ionen-Akkus, ähnlich wie Laptop-Akkus. Hier haben wir es aber mit einer normalen wartungsfreien Batterie zu tun und da gibt es auch so ein bisschen zu erzählen drüber. Hauptfehlerquelle Nummer 1. Motorrad springt nicht an, Hilfe, oder mein Motorrad ruckelt. Diese Batteriepole hier, die sind locker zu 90% der Fälle, weil man doch sehr leicht diese Pole anzieht, wie auch immer. Alle anderen Schrauben sind immer fest, nur Batteriepole, die sind locker. Was passiert? Ich habe es hier mit einem Einspritzer zu tun. Ein Einspritzer braucht immer den vollen Saft. Das heißt, sobald ein Pol locker ist, ob das der Pluspol ist oder der Minuspol,
Direkt fängt die Elektronik an zu spinnen, der Drehzahlmesser schlägt aus, das Motorrad hat Fehlzündung, man wundert sich oder es springt gar nicht erst an. Also geht ruhig mal auf die Batterie los, natürlich nicht abreißen diese Schrauben, so eine Batterie kostet richtig viel Kohle und ja, das ist so die Hauptfehlerquelle. Das nächste ist, wer im Frühjahr direkt durchstarten möchte, der ist clever, der holt sich ein Erhaltungsladegerät. Diese Batterien sollten nicht mit einem konventionellen Ladegerät aufgeladen werden, da gibt es spezielle dafür. Und das kann man dann auch ganz geschmeidig den ganzen Winter über anschließen. Die Batterie wird be- und entladen. Das Ganze passiert so, wie das Gerät das für richtig befindet. Also eine ganz tolle Nummer. Das Sorglos-Paket anstöpseln und dann gibt es gar keinen Stress. In der Werkstatt wird diese Geschichte geprüft. Ich bringe dann immer noch auf die Pole so ein kleines spezielles Fett auf. Das ist ein Batteriepolschutz, damit es hier zu keiner Oxidation kommt. Die ganz neuen Akkus brauchen das eigentlich nicht mehr. Aber wie gesagt, achtet drauf, wenn ihr die Batterie wieder einbaut nach der Winterpause, nach dem Winterschlaf, geht hin, probiert mal, ob alles noch fest sitzt. Die ganz cleveren kommen natürlich im Herbst-Winter, bringen ihr Fahrzeug oder nehmen einen Hol- und Bring-Service in Anspruch, das in der Regel sogar gar nicht so viel kostet. Alle Fahrzeuge, die in einem gewissen Radius des Fachhändlers liegen, werden in der Regel im Winter gerne kostenlos abgeholt. Somit wird ein Stau verhindert, der im Frühjahr dazu führt, jeder will fahren und ja, clever ist, der sein Fahrzeug im Winter bringt. So viel zum Thema Batterie. Da drauf achten, wie gesagt, Pole sollten fest sein und bitte mit dem richtigen Ladegerät aufladen. So sieht ein solches Ladegerät aus. Das ist eine Variante. Optimate ist ein bekannter Hersteller. Da gibt es die Varianten 2, 4, ich glaube 6 auch. Die können aber alle ähnlich viel. Das ist eigentlich ein Profi-Ladegerät. Preislich liegt sowas zwischen 40 und 80 Euro. Also die Kohle ist gut investiert. Es gibt auch andere Hersteller. Wie gesagt, das ist ein Markenprodukt. Ich finde es selber gut. Ja, das war eigentlich alles zum Thema Batterie. Wie gesagt, schönes Ladegerät und dann habt ihr viel Freude mit eurer Batterie. Diese wartungsfreien Batterien sind übrigens sehr, sehr teuer. Jeder, der mal eine neue davon brauchte, der hat die schmerzliche Erfahrung gemacht. Sollte das der Fall sein, mein Tipp wären Lithium-Ionen-Batterien. Ich zeige euch jetzt mal sowas. So, das ist, da gibt es natürlich auch mehrere Hersteller. Dieser Hersteller gibt 3 Jahre Garantie. Der Riesenvorteil von so einem Teil ist, die wiegt gar nichts. Also das ist wirklich nur diese Gehäusegröße, dass man es in die gängigen Modelle adaptieren kann. Es gibt mittlerweile im Prinzip auch schon so ziemlich für jedes Motorrad den Ersatzakku. Das ist die neueste Technologie, neuester Stand der Technik. Wie gesagt, Preis ist sehr ähnlich. Also da wäre dann meine Empfehlung, holt euch sowas. Das spart richtig Gewicht und Leistungsgewicht. Was soll ich sagen? Da muss man sehr viele Titanschrauben kaufen, um auf diesen Gewichtsvorteil zu kommen. Wer von euch hat denn schon mal einen Luftfilter sauber gemacht? Der Luftfilter ist so eine Sache bei Motorrädern. Es gibt die Sportenduros, da ist es sehr, sehr wichtig, lebenswichtig, den Luftfilter regelmäßig zu reinigen. Die Jungs, die Offroad-Sport machen, die wissen das. Bei den Straßenmotorrädern sieht es was anders aus. Das sind im Prinzip trockene Papierfilter. Da gibt es auch Unterschiede. Es gibt einmal Motorräder, die ein Ram-Air-System haben. Also hier wird die Luft, die einströmt, genutzt bei den hohen Geschwindigkeiten, um hier nochmal Leistung rauszuholen. Das heißt, die ganzen Insekten, die so rumschwirren in so einem Sommer, die haut's alle in diese Airbox rein und da, das ist teilweise echt eklig. Hier geht es bei dem Motorrad. Ich schraube mal die letzte Schraube raus und dann kommen wir hier auch schon die ganze Geschichte hin. Hier kann man dann den Deckel sauber runternehmen. Das Ganze ist mit 3 Schrauben fixiert.
Und hier sitzt das schon drin. So. Wie man sehen kann, hängen hier auch so ein paar Blättchen drin. Das Ganze, wenn man mal ausklopft, ne? Also da kommt Material raus und das wollen wir nicht. Das Ganze wird jetzt einmal mit der Luft rausgeblasen, dass die Lamellen wieder frei sind. Diese ganzen Insekten müssen raus. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann. Das Ganze macht auf jeden Fall Sinn. Auch zwischen den Intervallen, wenn man wirklich mal viel zu Abendzeiten fährt, wenn diese ganzen Mücken und Insekten unterwegs sind, da haut es einem umso mehr Viecher da rein. Kleine Schwebteilchen, Blätter, alles. Also da, das ist eine richtige Sauerei teilweise. Bei so einem Supersportler kann ich euch das auch mal zeigen. Da ist es ein bisschen aufwendiger teilweise, weil der Tank weggebaut werden muss. Hier in dem Fall bei dieser Honda CBF 600, da geht es sehr, sehr gut, weil man einfach von der Seite hinkommt. In dem Fall muss er nicht geölt werden, nur bei den Sport-Enduros, das zeige ich euch später mal in einem Video, muss man das machen. Jetzt kann man natürlich hier auch noch einen Blick reinwerfen in die Airbox. Ich kann euch das mal zeigen. Also da sollte man auch darauf achten, dass da natürlich keine Viecher mehr drin sind. Zur Not fährt man hier mal mit dem Lappen durch und geht hier mal in die Kanten rein. Jede Airbox hat hier noch so einen kleinen Ablauf. In dem Fall ist es dieser durchsichtige Schlauch, hier wo ich mit dem Finger drauf zeige. Und die Leute, die jetzt öfter mal abdampfen, die haben da schon mal eine Wasserpfütze drin stehen, da einfach mal diesen Schlauch abnehmen. Deswegen ist er durchsichtig. Wenn er nicht durchsichtig ist, dann ist vielleicht ein Ölnebel drin oder so. Den auf jeden Fall mal reinigen, dass der wieder schön tico-taco sauber ist. Manchmal befinden sich die Schläuche auch unten am Motorrad. Ja, das war eigentlich schon alles. So einfach ist Luftfilter reinigen. Das Ganze wird jetzt wieder eingesetzt. Die vier Schrauben werden angezogen. Und dann hat man es auch schon. Beim Anziehen wie mit allen Schrauben darauf achten, dass man gleichmäßig hinzieht. Also immer über Kreuz anziehen. In dem Fall sind es drei Schrauben. Also alles gut. Ja, ich komme auch so langsam zum Ende von meinem Kundendienst. Zum Schluss kommen noch die Abschmierarbeiten. Dazu gehört auch die Kette. Die Kette muss einen gewissen Durchhang haben. Das kann ich euch hier nochmal genau zeigen. Und zwar, drehen wir das hier mal so hin, haben wir einen Durchhang dieser Kette. Und dieser Durchhang ist wichtig, weil das Fahrwerk arbeitet. Der Dämpfer dämpft ein und aus. Und diese Kette muss so eingestellt sein von der Spannung, dass sie auf keinen Fall ein Federwegsbegrenzer ist. Was passiert nämlich, wenn die Kette zu fest ist? Die Schwinge federt ein und die Kette bekommt etwas mehr Spannung dadurch. Das Ganze ist richtig schlecht für alle Lager, für das Abtriebslager, da wo das Kettenritzel drauf ist, das vordere. Für das Radlager hinten, also alles steht unter Spannung. Also deswegen ganz wichtig darauf achten, dass wir hier diesen Durchhang haben. Hier gibt es auch noch mal eine Kennzeichnung auf der Schwinge, da steht auch noch mal dieses Maß drauf. Wer ganz auf Nummer sicher gehen will, der nimmt hierfür im Prinzip eine zweite Person zur Hilfe. Der setzt sich drauf, das Fahrzeug ist abgebockt und dann im Zustand, einer sitzt drauf, der andere kontrolliert es hier, muss das immer noch ein Spiel haben. So, das Ganze geht noch weiter und zwar hier hinten an dem Kettenrad ist es so, dass die Kette mit jeder Rolle in diesem Kettenrad drin läuft und wenn diese Kette mal ein Verschleißmaß erreicht hat, dann
ist es so, dass man hier diese Kette abziehen könnte. In dem Fall ist die Kette aber fest, also das heißt, die Rollen laufen sauber im Kettenrad. Hier fehlt sich gar nichts, das ist alles wunderbar. Zum Kette einsprühen. Jeder fragt, welches Spray nehme ich denn da? Ich habe jetzt hier mal ein bekanntes Spray, was sehr häufig verwendet wird. Hier ist auf eins zu achten. Hier lege ich mir einen Lappen drunter, weil das gibt immer eine Sauerei. Und wir sprühen jetzt von innen nach außen die Kette ein. Also hier sprühen wir und mit der anderen Hand drehe ich das Rad. Und hier muss man auch gleichmäßig das Spray aufbringen, sodass die Ohrringe, früher waren es Ohrringe, mittlerweile sind es Z- oder Quadringe, die reibungsoptimiert sind. Dass das alles geschmiert ist und dass gewährleistet ist, dass die Kette geschmeidig bleibt, die sollte auf keinen Fall mit Benzin oder Ähnlichem gereinigt werden. Dafür gäbe es dann spezielle Kettenreiniger, das Ganze macht Sinn. Wenn man natürlich so eine fingerdicke Schicht Schmierfilm hier auf dieser Kette drauf liegen haben, dann führt es eigentlich nur noch dazu, dass ich, wenn ich meine Kette einsprühe, das Kettenspray auf den Dreck aufbringe. Das wollen wir nicht. Also die Kette sollte immer so gereinigt sein, dass das Spray auch von innen nach außen fließen kann. Wieso sprühe ich von innen rein? Klar, die Zentrifugalkraft drückt mir dieses Fett nach außen hin. Im schlimmsten Fall hängt alles auf der Felge drauf, wollen wir auch nicht. So ist es am besten, wenn die Kette warm ist. Das Ganze ist im Prinzip sinnvoll, nach Natur direkt zu machen, noch bevor man das Fahrzeug abstellt. Alle Fahrzeuge mit einem Hauptständer, bei denen ist es sehr, sehr einfach. Ja, wenn man jetzt bloß einen Seitenständer hat, könnte man das Fahrzeug über den Seitenständer ziehen. Da ist es am besten, man ist zu zweit. Wie gesagt, achtet darauf, dass eure Kette ordentlich geschmiert ist. Nur eine geschmierte Kette hält lang. Ja, so will ich das haben. Und ich halte hier nochmal so ein bisschen drauf, dass man das sehen kann. Wie gesagt, das ist fein. Und wenn mir das Ganze ein bisschen trocknet, dann pappt das auch schön. Jetzt haben wir natürlich noch ein paar bewegliche Teile, die auch eingesprüht werden müssen. Ich habe hier so ein spezielles Kriechöl. Das Ganze verdrängt Wasser. Das ist sehr dünnflüssig. Wenn ich hier mal so ein bisschen auf meinen Finger drauf gebe, das ist ähnlich wie Wasser. Das hat halt die Eigenschaft, in jede Ritze reinzukriechen. Und jetzt wird hier in Maßen alles eingesprüht, dass die ganzen beweglichen Teile geschmeidig bleiben. Hier haben wir zum Beispiel den Schalthebel, die Kugelköpfe vom Schalthebel. Ruhig mal die Gummierung auf die Seite ziehen, da mal reinsprühen, damit das Ganze geschmeidig bleibt und sich schön bewegen kann. Das gleiche gilt für den Seitenständer. Die Seitenständerfunktion wird natürlich bei der Probefahrt noch geprüft. Genau wie die Lichtanlage. Also Bremslicht, Blinker, Fernlicht, alle Kontrollleuchten, Tachobeleuchtung, Drehzahlmesserbeleuchtung. Sowas muss natürlich auch funktionieren. Das sind Punkte, die gerne mal vergessen werden bei einem Werkstattservice, weil es schnell gehen muss. Also richtig clever ist es, im Winter zu kommen oder im Herbst. Dann könnt ihr schön in die Saison starten, habt keinen Stress, keinen Zeitdruck. Alle freuen sich, jeder ist happy. Und ich sprühe jetzt noch so ein bisschen weiter. Mich hat es gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Schaut mal wieder rein. Es wird nicht der letzte Techniktipp sein. Also wir werden alle möglichen Fahrzeuge hier auf dieser Bühne sehen. Und ja, ich erkläre euch so ein bisschen darüber. Hat mich sehr gefreut. Lasst mir einen Daumen da. Ganz coole Nummer. Auf jeden Fall, ich bin gleich durch und bis später mal. Tschö.
Natürlich kommt hier Kupferpaste noch hin an die Einsteller. Wir wollen ja gewährleisten, dass man jederzeit wieder die Schrauben öffnen kann. Also Einsteller, die Ketteneinsteller muttern mit Kupferpaste versehen. Das ist auch was Handelsübliches. Und da gibt es so ein Sprichwort, das heißt, wer gut schmiert, der gut fährt. Wenn man sich danach richtet, ist alles in Ordnung.